So, und wenn wir den Weg hier runter folgen. Seite aus Volvanus reisen. Nach mehreren Tagen unterwegs scheint es so, als ob ich endlich die Zeit, gekommen ist, dass mein Reisebegleiter aus Neu-Heoma und ich getrennte Wege gehen. Wie schade, dass wir den Kompass nicht gemeinsam sehen können, aber vielleicht wird er in Gerans Griff eine ebenso schöne Zeit verbringen. Ich habe ihm meine Handschuhe zur Aufbewahrung überlassen, da ich sie bei solch schönem Wetter kaum benötigen werde. Mhm. Die Handschuhe haben wir bereits, ja. Und auch die Schuhe. Jetzt wissen wir schon mal, wie die Handschuhe in den Besitz, Volvanus Handschuhe in den Besitz des einen Mannes gekommen sind. Und das hier ist der Deadfire Händler, also der DLC-Händler, der mit dem Deadfire DLC, was sozusagen als Bonus für den zweiten Teil gekommen ist, eingebaut wurde. Ponamo Vogelschmieden, nett von dir, dass du mit mir plauderst, Freundin aus dem Westen. Vor dir steht ein Amauner mit verfilzten Haaren und zerrissenen Kleidern, mit ausgebleichten Farben. Sein Gesicht ist zerfurcht von einem Muster von dünnen Narben durchkreuzt von größeren Wunden. Habe keine Gestandene mehr gesehen, seit mein Schiff gesunken ist. Du hast nicht zufällig etwas Geld, das du loswerden möchtest. Du bist ein Schiffbrüchiger. Ei, wir brachten Waren vom Todesfeuer zur Trutzbucht. Als uns ein Sturm vom Kurs abbrachte und wir strandeten. Ich bin der Einzige, der Überlebende. Er runzelte kurz die Stirn, dann schüttelte er den Kopf und seine Gesichtszüge entspannen sich wieder. Du solltest die Insel des Todesfeuers besegeln, Freundin. Ein schöner Ort wirst du auf der ganzen weiten Welt. Einen schöneren Ort wirst du auf der ganzen weiten Welt nicht finden. Ja, das ist sozusagen Foreshadowing für Pillars of Eternity 2. Weil wir da ja das Todesfeuer-Archipel besegeln werden. Wer bist du? Ich bin Ponamo, Vogelverschmähter, der Chronist der Huana. Ein seltsamer Name, ich weiß, aber wir können uns unseren Namen nicht aussuchen, nicht wahr? Er kichert und fährt sich mit der Hand über das vernarbte Gesicht. Was verkaufst du? Die Ladung meines Schiffs waren von Todesfeuer einige persönliche Schmuckgegenstände, alles von allerfeinster Qualität. Normalerweise würde ich sie nicht verkaufen, aber ich brauche das Geld, um nach Hause zurückzukehren. Dann zeig mal deine Waren, natürlich. Also, Volvanus Donnerbüchse verkauft er. Eine Arbalest, eine ziemlich starke. Säbel der Meere, das wäre was für Idea. Aber so viel Geld haben wir beim besten Willen nicht. Keule der Matura, gute Pistole, guter Säbel, der wäre was für Idea. Pistole, Säbel, wobei wir einfach Ideas Säbel auch gut machen könnten jetzt mittlerweile. Ein paar Uniformen. Ist alles leichte Rüstung. Und sind auch alle drei gleich. Ja, valianische Kleidung. Gürtel des königlichen Todesfeuers. Eine hübsche Mütze, Dreispitzhut und Duellantenhut. Also er hat ein paar schöne Sachen. Aber das können wir uns alles noch nicht leisten. Wir wollen ja eigentlich zu Ranga hier. Im Eintopf strudeln Fischstücke und Seegrasklumpen, die aufgrund der Hitze hellgrün sind. Der Eintopf schmeckt angenehm salzig. Wir probieren einfach so den Eintopf. Der Saubel plappert etwas Unverständliches. Hi Ranga. Du stehst einer turmhohen Mauerfrau gegenüber. Ihre Haut hat die warm goldbraune Färbung eines ausgehenden Sonnenuntergangs. Nur an Hals und Händen finden sich fischweiße Flecken. Ihr welliges rotbraunes Haar wurde in engen Zöpfen um einen Streifen nackter Haut geflochten, der der Rundung ihres Kopfes folgt und fällt ihr über ihren breiten Schultern hinab. Hail, Traveler. Sie betrachtet dich ruhig und offensichtlich gar nicht überrascht, dich hier in ihrem Lager am Rand des Wassers zu finden. Bist du wegen Arzneien und Kunsthandwerk gekommen oder möchtest du mit mir am Feuer sitzen? Sie deutet auf den Kessel in der Nähe. Fragen wir erstmal nach dem Zaurib. Was macht der Zaurib denn da? Vertana, er hilft mir beim Sammeln von Zutaten, behält im Kessel im Auge, so Sachen halt. Er hat mir hier ziemlich viel geholfen. Der Zaurib lässt ein rasselndes Schnalzen los und plätscht die Zähne, was deiner Ansicht nach ein freundlicher Gesichtsausdruck sein soll. Wer bist du?
Ich heiße Ranga. Ich habe eine Zeit lang in Goltha gelebt und dort als Heilerin und Hebamme gearbeitet. Vielleicht hast du diesen Ort ja schon besucht. Wenn ja, dann wirst du wohl verstehen, warum ich in den Süden gezogen bin. Ranga, richtig, Kana kichert. Und von was bist du, Ranga? Nui, Cousine? Warum segelst du nicht nach Norden und schließt dich uns in Raotei an? Naja, Ranga ist eigentlich ein Titel. Hast du dir da diesen Akzent angeeignet, Insulaner? Ranga grinst. Behalte dein Raotei. Lieber wäre ich Königin dieser kleinen Insel. Mehr wie eine kleine Halbinsel, würde ich sagen. Aufra hat mich hierher geschickt. Sie sagt, du wüsstest einen Weg, um sicherzugehen, dass ihr Kind keine Hohlgeburt wird. Ah, noch mehr vom Redrix verängstigter Schar. Sie nickt langsam. Wie nett von dir, den ganzen Weg hierher zu kommen. Die arme Aufra muss ja völlig neben sich stehen. Sicherlich hat sie dir etwas als Bezahlung mitgegeben. Egal wie viel, behalte es. Münzen kann ich nicht gebrauchen. Stattdessen musst du etwas für mich tun. Ranga deutet ins Landesinnere. Im Nordosten gibt es einen Xaurim-Stamm, der von einem ihrer Priester angeführt wird. Vor einiger Zeit haben sie Tana ausgestoßen und ihre Speer liegen bis heute hier auf der Lauer, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Der Xaurim stößt mit herabhängendem Kopf ein rasselndes Krächzen aus. Eines Tages werde ich Vorräte holen ge gehen müssen und meinen Gehilfen bei meiner Rückkehr erschlagen vorfinden. Wie soll ich dann noch irgendjemandem helfen? Sie schütteln den Kopf. Wenn du diese Plagen für mich beseitigst, werde ich alles in meiner Macht stehende für Aufrat tun. Und für dich wird auch etwas dabei sein. In Ordnung, ich komme wieder, wenn der Trank fertig ist. Gut, ich glaube, sie zu finden wird dir nicht schwer fallen. Sie lächelt und zeigt ihre spitzen Zähne. Viel Glück. So, Level Up für Duens und Alof. Wissen und. Achso, Überleben kostet schon 4. Dann erstmal 1 in Überleben. So, was kann ich ihm geben? Strahlender Glanz. Feinde erleiden Brandschaden durch seinen heiligen Glanz. Feinde erleiden im Wirkungsbereich Brandschaden, Genauigkeit gegen Wille. Befreundete Einheiten Ausdauer. Verbot ist auch nicht. Verdammt die Feinde des Priesters, durch daher alle Feinde im Wirkungsbereich benommen werden. Einmal pro Begegnung kann ich Verbot wirken. Inspirierte Flamme. Die treuen Anhänger von Magran erhalten einen Genauigkeitsbonus, wenn sie ein Schwert oder eine Arkebuse benutzen und können eine besondere Version von Explosion der Sonnenflamme wirken. Gewährt Talent inspirierte Flamme passiv. Gewährt Talent Explosion der Sommerflamme abgeschwächt. Einmal pro Ruhephase kann man das wirken. Mehrender Glanz. Modifiziert heiliger Glanz. Das modifiziert auch heiliger Glanz. Also ja, Brandschaden halt. Mehrender Glanz. Verbündete werden durch heiligen Glanz des Priesters weniger geheilt, aber der Priester erhält jedoch einen Bonus auf alle Attribute und seine Beweglichkeit. Ja, ist nett gemeint und inspirierender Glanz. Genauigkeitsbonus. Ich glaube, ich nehme erstmal Verbot, weil Verbot mochte ich eigentlich immer sehr. What? How may I help? So, und alle auf Stufenaufstieg. 6 Punkte. Wissen und Athletik. So, wir können einen zusätzlichen Zauber auswählen. Verbrennende Wunden, Reichweite 10 Meter. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hätten wir hier noch was? Eigentlich nicht. Verblüffendes Spektakel. Verwirrt Feinde.
Fesselndes Netz ist klar, macht sie bewegungsunfähig. Gnadenloses Starren in Fusion von Lebensessenz. Mehr Ausdauer und mehr Gesundheit, also Ausdauer und Gesundheit für eine Minute. Ich will aber eher wirklich die verbrennende Wunde haben. Gehärteter Bonuszauberstufe 1 ist eigentlich immer das Beste. Bonuszauber. Was ist gehärteter Schleier? Versteckt in der Kalten Schleier des Zauberers, wodurch ein besonders hoher Bonus auf Abwehr gewährt wird. Ne, ich nehme den Bonuszauber. Yes. So, mal wieder ein Quick Save machen. Rave, thou shalt not kill. So, mit ein paar Xaurips können wir uns noch anlegen. In die Höhle gehe ich erstmal noch nicht. Sondern gehe hier oben lang. So. Türkis und Seite aus Verwahrungsreisen. Wenn ich in Goldtal war, traf ich eine hilfreiche Frau aus dem Dürrwald. Während meines Aufenthalts in diesem schäbigen Dorf war sie mir eine unverzichtbare Führerin und erklärte sich sogar bereit, mich einen Teil des Weges nach Ansdorf Kompass zu begleiten. Wir trennen uns in der vom als Markrans Grabung bekannten Wildnis, aber ich gab ihr mein Amulett, damit sie mich in guter Erinnerung behalten möge. Vielleicht werde ich eines Tages doch in diese Lande zurückkehren. Der gute Fulvano wird diese Lande niemals verlassen. Hey. Okay, der geht mal vor. Oh, Xaurips müssen sich auch einmischen. Gut. I'd be glad to. Fulvanus Brief und eine gute Arbalest. Also die gute Arbalest, die geben wir zu dir. Wie kann es sein, dass eine derart große Reise wie die meine hierher führt? Die Bevölkerung des Dürrwalds nennt diese erbärmliche Lagune sehenswert, aber mir ist bis hier nur Unglück widerfahren. Die Höhlen am Wasser wollte ich erkunden, aber ich fand nur heraus, dass dort Sporlinge leben. In gerühmtem Kompass ging ich mir ansehen, stolperte über ein Stück Treibholz und verlor den Großteil meiner Briefe. Letztendlich machte ich mich auf die Drachenschäden in der Nähe zu inspizieren. Was passierte? Ein paar kleine närrische Xaurips bedrohten mich. Sobald ich wieder zu Atem gekommen bin, werde ich nach Goldtal zurückkehren. Zumindest scheinen mir die Xaurips nicht gefolgt zu... Ja, das ist dann Fulvano hier. So, Kanna ist zwar eher der Arkebusen-Typ, aber da ich eine gute Arbalest, eine Arkebuse vorziehe, ja. Steht irgendwo die Angriffsgeschwindigkeit, frage ich mich gerade. Unterbrechung. Die ist halt schon besser, die gute Arbalest. Verringerter kritischer Schaden. Schadensreduktionsreduzierung. Mhm. Naja, steht halt nicht, wie schnell sie ist. Nur die Unterbrechung.
I'm here. Aber eine gute Arbalest ist besser als eine normale Arkebuse. Rave. Das ist die Lage.